Es ist der 22. Juni 1941. Mit 134 Einheiten in voller Kampfstärke und 73 weiteren Einheiten hinter der Front überfällt Nazi-Deutschland unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion, seinen Verbündeten im Krieg gegen Polen. Hitler betrachtet den Einmarsch als Teil seines Plans, dem deutschen Volk sogenannten Lebensraum zu verschaffen und bei dieser Gelegenheit den von ihm so verhassten Kommunismus zu vernichten. Während des Einmarschs wurden die deutschen Truppen von 650.000 Soldaten der deutschen Verbündeten Finnland und Rumänien unterstützt. Diese Truppen wurden später durch Einheiten aus Italien, Kroatien, der Slowakei und Ungarn unterstützt. Die Einheiten aus Bulgarien, das sich den Achsenmächten im April 1941 angeschlossen hatte, nehmen jedoch nicht an dem Angriff teil. Der bulgarische Zar stellt sich Hitler entgegen und weigert sich nicht nur, dem Krieg gegen die Sowjetunion beizutreten, sondern auch die Juden aus seinem Königreich zu deportieren. Der bulgarische Herrscher, der für seinen Widerstand gegen Hitler den höchsten Preis zahlen wird, ist Boris III. Boris III. Von Bulgarien wurde am 30. Januar 1894 in Sofia in Bulgarien geboren. Er war der älteste Sohn von Ferdinand I., Prinz von Bulgarien und seiner Ehefrau Prinzessin Marie-Louise von Bourbon-Parma. Sein Vater war seit 1887 der regierende Monarch des halbautonomen Fürstentums Bulgarien und die bulgarische Königsfamilie hatte enge Beziehungen zum europäischen Hochadel. Der junge Boris erhielt seine erste Ausbildung in der sogenannten Palastmittelschule, die Ferdinand 1908 ausschließlich für seine Söhne eingerichtet hatte. Später schloss Boris die Militärakademie in Sofia ab und nahm an den Balkankriegen teil. Diese waren eine Reihe von Konflikten auf der Balkanhalbinsel zwischen 1912 und 1913, an denen mehrere Staaten, darunter Serbien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien, beteiligt waren, um regionale Grenzen und Einflüsse neu zu definieren. Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914 und Bulgarien kämpfte auf der Seite der Mittelmächte, zu denen Deutschland, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich gehörten. Boris diente im Krieg als Verbindungsoffizier des Generalstabs der bulgarischen Armee an der mazedonischen Front. Durch seinen Mut und seine Vorbildfunktion wurde er 1916 zum Oberst befördert und verdiente sich den Respekt der Truppen und der höheren bulgarischen und deutschen Befehlshaber. Der deutsche General Erich Ludendorff beschrieb ihn als exzellent ausgebildet, ein durch und durch soldatischer Mensch und über seine Jahre hinaus gereift. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918 war Boris bereits zum Generalmajor ernannt worden. Ende des Ersten Weltkriegs eroberten serbische Truppen Mazedonien von Bulgarien zurück. Im Vertrag von Neuilly, der im November 1919 unterzeichnet wurde, bestätigten die Siegermächte der Entente die Eingliederung Mazedoniens in den neu eingerichteten Staat Jugoslawien und verpflichtete Bulgarien, Thrakien an Griechenland abzutreten. Der Vertrag bestimmte eine Obergrenze von 20.000 Mann unter Waffen für die bulgarischen Streitkräfte. Eine vom Volk gewählte bulgarische Regierung zwang König Ferdinand im Herbst 1918 zur Abdankung und Ferdinands Sohn Boris bestieg den Thron als Zar Boris III. Am 25. Oktober 1930 heiratete Boris Giovanna von Italien, Tochter von Viktor Emanuel III. Von Italien. Ihre Ehe brachte zwei Kinder hervor. Eine Tochter Maria Luisa, geboren am 13. Januar 1932, und einen Sohn und Thronfolger, Simeon, am 16. Juni 1937. Im Jahr 1935 errichtete Boris eine königliche Diktatur. Unter verschiedenen Regierungen seit 1923 unterstützte das bulgarische Regime die italienische Politik bei dem Versuch, Jugoslawien zu destabilisieren, in der Hoffnung, Mazedonien zu erwerben. Nach 1935 verbündete Boris das Land zunehmend mit Deutschland, um das System der Friedensverträge zu zerstören. Boris hob auch alle Beschränkungen für die bulgarischen Streitkräfte auf. Mit dem Aufstieg der Königsregierung begann für Bulgarien eine Ära von Wohlstand und bemerkenswertem Wachstum, die zu Recht als das goldene Zeitalter des dritten bulgarischen Königreichs bezeichnet wird. Es dauerte beinahe 5 Jahre. Reuben H. Markham, ehemaliger Balkankorrespondent für den Christian Science Monitor, schrieb 1941:
Als Herrscher ist Boris kompetent, als Bürger vorbildlich, als Persönlichkeit inspirierend. Sein Land verdankt ihm zu einem großen Teil die vergleichsweise günstige Lage, die es in den letzten 2 Jahrzehnten auf dem Balkan hatte. Markham fügte hinzu, König Boris ist sehr zugänglich. Er kommt ständig mit Menschen aller Art in Kontakt. Er fährt mit seinem Auto ohne besondere Bewachung durch das Land und hält oft an, um mit Bauern, Arbeitern und Kindern zu sprechen. Er nimmt auch die einfachsten Fußgänger mit. Es gibt kaum eine bulgarische Gemeinde, in der nicht mindestens eine Person mit dem König gefahren ist. Er ist ohne Frage einer der besten Könige Europas. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als Nazi-Deutschland Polen überfiel. In den frühen Tagen des Zweiten Weltkriegs war Bulgarien neutral, aber mächtige Gruppen im Land beeinflussten die Politik in Richtung Deutschland. Als Ergebnis der Friedensverträge, die den Ersten Weltkrieg beendeten, verlor Bulgarien, das auf der Verliererseite gekämpft hatte, 2 wichtige Gebiete an Nachbarländer. Die südliche Dobrudscha an Rumänien und Westthrakien an Griechenland. Die Bulgaren betrachteten diese Verträge als Beleidigung und wollten die Gebiete zurückhaben. Als Adolf Hitler an die Macht kam, versuchte er, den bulgarischen Zaren für sich zu gewinnen. Im Sommer 1940 richtete Hitler diplomatische Gespräche zwischen Bulgarien und Rumänien aus und kurz darauf wurde ein Abkommen über die Rückgabe der südlichen Dobrudscha an Bulgarien unterzeichnet. Im März 1941 verbündete Boris sich mit den Achsenmächten und gewann so den größten Teil Mazedoniens und Griechisch-Thrakiens zurück und bewahrte sein Land davor, von der deutschen Wehrmacht wie die Nachbarländer Jugoslawien und Griechenland zerschlagen zu werden. Für die Rückgewinnung dieser Gebiete wurde Zar Boris als Einiger bezeichnet und erschien am 20. Januar 1941 in voller Militäruniform auf dem Titel des Time Magazins. Am 22. Juni desselben Jahres überfiel Nazi-Deutschland unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion. Trotz des Bündnisses Albaniens mit den Achsenmächten und der deutschen Präsenz in Sofia war Boris nicht zu einer uneingeschränkten und bedingungslosen Zusammenarbeit mit Deutschland bereit. Er weigerte sich, reguläre bulgarische Truppen in den Kampf gegen die Sowjetunion an der Ostfront an der Seite Deutschlands und den anderen Achsenmächten einzusetzen. Für die Rückgabe der historischen Gebiete an Bulgarien gab es zudem einen Preis, die Umsetzung antijüdischer Gesetze. Mitte der 1930er Jahre hatte Bulgarien eine Bevölkerung von mehr als 6 Millionen Menschen. Juden machten 0,8% der Gesamtbevölkerung aus, etwa 50.000 Personen. Ab Juli 1940 setzten die bulgarischen Behörden antijüdische Gesetzgebung durch, die Juden aus dem öffentlichen Dienst ausschloss, ihre Wohnortwahl einschränkte und ihre Beteiligung an vielen Berufen eingrenzte. Die Gesetze verboten auch die Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden. Während des Kriegs deportierte das mit Deutschland verbündete Bulgarien keinen Juden aus den Kernprovinzen Bulgariens. Die bulgarischen Behörden deportierten jedoch Juden aus den griechischen und jugoslawischen Gebieten, die Bulgarien 1941 besetzt hatte. Die Juden aus diesen Gebieten waren die einzigen, die nicht die bulgarische Staatsbürgerschaft bekamen, im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung. Im März 1943 trieben bulgarische Polizei- und Militäreinheiten alle Juden in Mazedonien, Thrakien und dem Bezirk Pirot in Ostserbien zusammen. Bulgarische Behörden internierten 7.000 mazedonische Juden in einem Transitlager in Skopje. Im griechischen Thrakien deportierten bulgarische Beamte etwa 4.000 Juden zu Sammelpunkten in Gorna, Djumaja und Dubnica, wo sie sie den Deutschen übergaben. Alles in allem deportierte Bulgarien über 11.000 Juden in deutsche Gebiete. Bis Ende März 1943 waren alle von ihnen im Vernichtungslager Treblinka im von Deutschland besetzten Polen ermordet worden. Es lebten allerdings weiterhin Zehntausende Juden in den bulgarischen Kernprovinzen und Boris war sich durchaus bewusst, was mit ihnen passieren würde, wenn er sie den Deutschen auslieferte. Die Nazis übten weiterhin Druck auf Zar Boris III. Aus, um die Deportation der bulgarischen Juden zu erreichen und Ende 1943 lud Hitler den Zaren auf einen Besuch ein.
Bei seiner Rückkehr befahl Boris, arbeitsfähige jüdische Männer zum Bau von Straßen im Inneren seines Königreichs einzusetzen, was als Vorwand diente, die Juden nicht in das von Deutschland besetzte Polen auszuliefern. Im Mai 1943 planten die Nazis und ihre Kollaborateure die Deportation von fast 50.000 bulgarischen Juden, die auf Dampfschiffe auf der Donau verladen werden sollten. Dieser Antrag löste einen öffentlichen Aufschrei aus und es wurde eine Kampagne organisiert, deren berühmteste Vertreter der Parlamentsabgeordnete Dimitar Peschew und das Oberhaupt der bulgarischen orthodoxen Kirche, Erzbischof Stefan, waren. Nach dieser Kampagne weigerte sich Boris, die Auslieferung der bulgarischen Juden zu genehmigen und setzte das Katz-und-Maus-Spiel fort, was er schon länger spielte. Er bestand gegenüber den Nazis darauf, dass die bulgarischen Juden für den Bau von Straßen und Bahnlinien innerhalb seines Königreichs gebraucht würden. Da er sich weigerte, der deutschen Deportationsaufforderung nachzukommen, erkundigte sich Boris sogar auf diplomatischem Weg in der Schweiz, ob es möglich sei, die Juden in das von den Briten kontrollierte Palästina zu deportieren, was jedoch nicht zustande kam. Am meisten verärgerte Hitler die Weigerung des Zaren, der Sowjetunion den Krieg zu erklären oder bulgarische Truppen an die Ostfront zu schicken. Am 9. August 1943 forderte Hitler Boris zu einem stürmischen Treffen in Rastenburg, Ostpreußen, auf. Der Zar bekräftigte erneut seine Haltung, keine bulgarischen Juden in Todeslager im besetzten Polen oder Deutschland zu schicken. Obwohl Bulgarien dem entfernten Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten symbolisch den Krieg erklärt hatte, war der Zar nicht bereit, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen. Bei dem Treffen verweigerte Boris erneut eine Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion, vor allem weil viele Bulgaren stark pro-russische Gefühle hegten. Am 28. August 1943, kurz nach seiner Rückkehr nach Sofia, nach seinem Treffen mit Hitler, starb Boris III., augenscheinlich an Herzversagen. Er war 49 Jahre alt. Es wird jedoch vermutet, dass Boris an demselben Gift starb, das angeblich 2 Jahre zuvor bei der Obduktion des griechischen Premierministers Ioannis Metaxas gefunden wurde. Ein schleichendes Gift, das Wochen braucht, um seine Wirkung zu entfalten und vor dem Tod Flecken auf der Haut hervorruft. Gerüchte über den Tod von Boris III. Deuten darauf hin, dass der Zar auf Befehl von Adolf Hitler vergiftet wurde. Hitler war nach seinem letzten Treffen mit dem bulgarischen Herrscher äußerst verärgert, da dieser sich geweigert hatte, bulgarische Juden auszuliefern und Truppen gegen die Sowjetunion zu entsenden. Während der Beerdigung schritten hinter der verwitweten Königin das Kabinett und ehemalige Minister, Mitglieder des königlichen Hofes, Generäle, Beamte, das diplomatische Korps und der hohe Klerus. An der Spitze der deutschen Delegation standen Feldmarschall Wilhelm Keitel und Großadmiral Erich Raeder, während die italienische Delegation von Prinzessin Mafalda, der Schwester der Königin, vertreten wurde, die noch vor ihrer Rückkehr nach Italien von den Deutschen verhaftet und später im Konzentrationslager Buchenwald interniert wurde, wo sie 1944 starb. Obwohl Bulgarien mit NS-Deutschland verbündet war, blieb es im Deutsch-Sowjetischen Krieg neutral und hielt bis 1944 diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufrecht. Als sich die sowjetischen Streitkräfte im Spätsommer 1944 näherten, erklärte die Sowjetunion Bulgarien den Krieg. Im September stürzte ein Militärputsch die bulgarische Regierung, eine Regentschaft, die das Land seit dem plötzlichen Tod von König Boris regiert hatte, wobei sein 6-jähriger Sohn Simeon als Thronfolger zurückblieb. Die Militärregierung suchte Frieden mit der Sowjetunion und im Oktober 1944 wechselte Bulgarien die Seiten und erklärte Deutschland den Krieg. Nach dem Krieg, als Bulgarien seit Februar 1945 unter kommunistischer Herrschaft stand, behielt es die Dobrudscha-Region, die es 1940 von Rumänien erhalten hatte. Es musste sich jedoch aus Makedonien, Thrakien und Pirot zurückziehen und diese Provinzen an die griechischen und jugoslawischen Behörden zurückgeben. 1945 lebten weiterhin etwa 50.000 Juden in Bulgarien. 1948 waren allerdings mehr als 35.000 bulgarische Juden in das britische Mandatsgebiet Palästina ausgewandert, von dem große Teile im Mai 1948 zum Staat Israel wurden. Die meisten anderen waren bis 1950 ebenfalls aus Bulgarien ausgewandert. Obwohl Zar Boris III. Fast 50.000 bulgarische Juden rettete, bleibt er eine umstrittene Persönlichkeit.
Während seiner Herrschaft führten die bulgarischen Militär- und Polizeibehörden die Deportation von mehr als 11.000 Juden aus den von Bulgarien besetzten Gebieten in die Todeslager der Nazis durch, wo fast alle in den Gaskammern ermordet oder erschossen wurden. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.